Moin, Simpamarillos. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Ankündigung: Disrespect-T-Shirts. Momentan gibt es die schön in weiß. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link, beziehungsweise disrespect.de. Ich habe einen kleinen Shop gemacht, der wird auch dementsprechend erweitert. Bald gibt es das auch noch Ganze in Schwarz. Gibt es auch als Hoodie und Tanktop oder sonst was. Richtig geiles Shirt. Disrespect. Also, wenn ihr das ganze Ding supporten möchtet, dann gönnt euch. Dann gönnt euch. So, es sind noch, heute ist der 25.07. Es sind noch 4 Tage verbleibend, bis das Super Rap Brothers Video Battle Turnier an den Start geht, beziehungsweise bis die Quali-Phase aufhört. Also da habt ihr noch ein bisschen Zeit. 4 Tage dürftet ihr noch schaffen, wenn ihr heute anfangt. Und da bin ich gespannt, wer noch so teilnimmt und wer nicht. So. Aber jetzt gucken wir die Crew aus 4 Leuten gegen die siamesische Rassistenfalle im Slowdown Battle 4.0 Halbfinale. Ist das was? So. Okay, ab geht's. Ja, echt? Ich freue mich. Ist das Slowdown Battle eigentlich schon fertig? Also werden da gewonnen? Also wissen wir noch nicht. Aber nicht schreiben, wer gewonnen hat, bitte. Ach so, ja. Männer, ich habe hier eine lustige Nachricht bekommen von einer unbekannten Nummer. Okay, checken wir mal, was es ist. Ja, sehe ich nicht, weil Gerd einfach 3 Leute tragen muss und das einfach absolut gar keine Finalleistung ist. Die hatten jede Runde eine vielleicht solide Runde abgeliefert, aber bei Gott, die kommen nicht ins Halbfinale. Vor allem nicht MEF, Junge, das ist der größte Bitch-Move betreibende Hurensohn, dem er je unter die Augen getreten ist. Krank. Dem gönn ich gar nicht. 2/3 fett. Alter. Was ist denn da mit Corner los? Sie stickt, doch habt ihr kein Rezept, wie man die Besten schlägt. Vor allem nicht mit Überschuss an Kalorien und Östrogen. Corner regt sich künstlich auf, nur weil ich mal gestichelt habe. Sag mal, wie kannst du denn ohne Rückgrat deine Bitch stets tragen? Mord, die verstecken der scheiß Quali die Visage. Was Ernstes oder nur Herpes von der Perle aus Kuba? Corner 29 Leute folgen all deinem Scheiß. Doch jeder Beitrag wie das Rote Meer, nur einmal geteilt. Und wer ist dieser? Nur einmal geteilt, Line gut. Location finde ich cool irgendwie. Beat finde ich auch cool. Produziert bei RP Beats und Beatowski. Kennt man nicht sofort, denn er sieht lediglich so aus wie ein fetter Klon von Morty, den ich nur für einen Witz halte. Mace, dicker meine Kuh, Rick Sanchez, deine Kuh, Schimpanse, peinliche Truppe. Und ich darf Mortys Kumpel, ihr seid lediglich Ersatz für die kubanischen Nutten. Wir sind ein Team, weil wir schon immer so wie Brüder waren. Ihr seid nur ein Team, weil Mortys Studio einen Kühlschrank hat. Ist auch gute Line. Finde ich auch lustig, dass sie sich jetzt alle diese Fischermütze anziehen von Gerd. Wegen dem Intro. Ist schon ganz cool. Bis jetzt der Part. Hier müssen sie studieren, unsere Battles, sie oh, das ist schon die Hook wahrscheinlich. Sehr guter Part von Maeve, muss ich sagen. Klang sehr geil, war cool geflowt, waren ein paar gute Lines dabei. Nicht so viel Füllerkrams. Schon gut. Ihr seid nur ein Team, weil Mordys Studio einen Kühlschrank hat. Die Siamesen, sie studieren unsere Battles, sie studieren unsere Tracks und diskutieren über WhatsApp. Ja, die 2 Fettis und der Schwiegermutter stecken in dem Mund vor Loch und sicherlich den Titel hier nicht weg. Zwei sind sogar für ein FIFA-Match zu fett. Ihr haut noch rein, wenn ihr mal Zwiebelmettwurst esst. Den verschenkten Sieg begießen sie mit Sekt und danach wird erstmal gegenseitig Klitoris geleckt. Sehr geile Hook, Alter. Richtig coole Hook auf jeden Fall. Aber bis jetzt gute Runde, ey. Corner sorgt bei jedem, der sich vor ne Kamera traut. Hält Sperma keine Kalorien, sehr eher wie Wandelbass aus. Und Mortys VBT-Karriere einfach wahnsinnig hart. Was blieb da hängen? Ne Choro und eine Fahrt auf dem Panzer. Yeah. Wir nehmen euch grad hart auseinander, Morty. Noch ein wenig arroganter und dein Name wär Aster. Wir hätten beinahe die Frist verpeilt. Denn wir blicken erstmal nach 5 Tagen, wie der Dritte vor euch richtig heißt. Marky Mark, der Dude, der dich ja immer wieder ficken. Im Finale ist Corners Hauptrolle. Also bitte, komm mal klar, du Idiot. Dann Blick in den Spiegel reicht, um zu erkennen, in ein paar Jahren bist du tot. Und Gerd soll unser Team hier tragen, okay. Um Corner zu bewegen, bräuchte man wohl einen Lieferwagen. Okay. Morty hängt mit dir. So viele Fettenwitze immer gegen die, ne? Also immer Fettenwitze, Alter. Aber die hören nicht auf. Ich bin gespannt, ob da in der Rückrunde noch mehr Fettenwitze kommen. Ist ganz cool. Der Meth-Part hat mir ein bisschen besser gefallen. Hier die Line, wo er gesagt hat, wir haben 5 Tage gebraucht, bis wir rausgefunden haben, wie der Dritte richtig heißt. Ist schon eigentlich eine ganz coole Line gewesen. Den Fettbacken, doch die Wampe bleibt stets flach, denn er hat das Kuba-Souvenir in den Wand, womit gebracht.
Auch cool. Und gegen Darth Morty wird immer dieses Kuba-Video benutzt, ne? Also Koro-Feature, irgendwas mit einem Panzer, das macht er, glaube ich, auch selber mal öfters. Mit einem Panzer, dann irgendwas hier mit Kuba und das ist auch sowas, so eine richtig ikonische Runde von ihm. Die ist wohl den Leuten gut in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Die Siamesen, sie studieren unsere Battles, sie studieren unsere Tracks und diskutieren über WhatsApp. Ja, die zwei Fettis und der Schwiegermutter stecken in dem Mund voll Loch und sicherlich den Titel hier nicht weg. Zwei sind sogar für ein FIFA-Match zu fett. Ihr haut noch einen, wenn ihr mal Zwiebelmettwurst esst. Den verschenkten Sieg begießen sie mit Sekt und danach wird erstmal gegenseitig Klitoris geleckt. Das war's schon. Ach, die drehen die. Okay, die drehen die Kassette um. Morty nimmt einen Schwarzen als sein Videoperformer, damit sein Rap vielleicht besser wirkt, aber das klappt nicht mit Carter, denn der sieht aus wie alle Verkleidungen in der Fotobooth und steht damit auf einer Humorebene mit Momo News. Warum ihr siamesisch in dem Crewnamen habt? Weil zwei von drei von euch Wichsern seit der Geburt anfasst. Alter, wie geil, du rappt der denn gerade, Junge? Ich hab erst gedacht, okay, Beat geht so, aber mega nice. Das muss ich nochmal von vorne hören. Alter, Gerd wird immer krasser, finde ich. Morty nimmt einen Schwarzen als sein Videoperformer, damit sein Rap vielleicht besser wirkt, aber das klappt nicht mit Carter, denn der sieht aus wie alle Verkleidungen in der Fotobooth und steht damit auf einer Humorebene mit Momo News. Warum ihr siamesisch in dem Crewnamen habt? Weil zwei von drei von euch Wichsern seit der Geburt anfasst. So viel wiegen wie ausgewachsene siamesische Zwillinge in ihren besten Jahren mit Adipositas. Corner sagt, bezahlt dich Morty für die Handarbeit, denn wenn dem nicht so ist, dann ist das Sklaverei. Harte Line, passt das noch in den Rahmen rein? Egal, entschuldigen kann man sich auch im Nachhinein. Sneezy, Gerdo bringt hier ne stramme Leistung. Ihr habt zwar Corner, doch trotzdem bleibt Messi Randerscheinung. Ah, und ihr könnt mir glauben, wenn ich sag, ich jag den Fetten mit der Ballmaschine übern Platz. Drei Missgeburten ziehen sich gegenseitig runter. Morty, Mace und Corner, Lebenszeichen hier nach Unklar. Und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts. Ah, drei Missgeburten ziehen. Also richtig, also Beat ist richtig cool geworden jetzt im Nachhinein. Ultra episch, was hier Gerd auf einmal abliefert. Sehr, sehr geil. Die Lines waren ganz cool so, war jetzt nicht so mega Highlight-mäßig, aber war schon ganz gut. Mal weiterhören, was jetzt noch kommt. Müsste eigentlich noch ein Part kommen, oder? Sich gegenseitig runter, Morty, Mace und Corner, Lebenszeichen hier nach unten, und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts. Hey, diese drei denken doch recht, sie wären sick jetzt am Start. Ich sag mal so, Jungs, hier mäßig, da ist sick sogar wahr. Das ist ne Fehlbildung, ihr stellt dann so eine Missgeburt da. Und wenn man euch drei dann so anguckt, dann wirkt Hitler normal. Weil ihr kleinen 14 Jahre lang wie Mädchen rappt und weint, weil euer Bauch schon längst über den Penis wächst, versucht ihr euch dezent zu. Lol, die Schuhe habe ich glaube ich auch. Oder so ähnlich, doch. Wenn die blau sind, habe ich die auch. Euer Bauch schon längst über den Penis wächst. Versucht ihr euch dezent zu reden, Mann, das geht schon weg. Es ist bloß Babyspeck, doch ich nenn's Gendefekt, ey. Corner völlig fertig von komplexen Zerfahren, kaschiert mit eckigen Namen, plus seine speckigen Arme. Mich stürzt sich in Sinnkrisen, er wär so gern wie Vin Diesel. Der Junge hat kein Kinn, doch der Bart wirkt wie ein Kinnriemen. Der hat echt kein Kinn. Echt so. Man will ein Kind kriegen, fick süß, man liebt mit Morty. Was daraus resultiert, ist klar, der Müsli-Riegel Corny. Sorry, ihr seid mir viel zu überheblich. Macht auf siamesisch, doch krepiert dann Diabetes. Drei Missgeburten ziehen sich gegenseitig runter, Morty. Part war ganz cool, auch. Er hat mich auch nicht so. Da war wieder nicht so schöne Schmuckstücke drin. War solide, aber keine Schmuckstücke. Die Mace und Corner, Lebenszeichen hier nach unten, und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts. Ah, drei Missgeburten ziehen sich gegenseitig runter. Morty, Mace und Corner, Lebenszeichen hier nach unten, und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts und euch gönn ich gar nichts. Ah, gar nichts. Ah. Sehr, sehr geile Battle-Runde, Leute. Da fangen wir direkt mit einem Schmuckstück an. Beats waren geil, Hooks waren geil. Parts waren geil. Also wenn man line-technisch noch eine kleine Schippe draufgegeben hätte in dem einen oder anderen Part, irgendwas, was noch so richtig krass reinhaut, dann wäre das, boah, das Nonplusultra. Aber war schon eine richtig krasse Runde. Also Props auf jeden Fall dafür.
Props, schreibe ich mal hier. Props. Achso, ich bin mit Disrespect on. Egal. Props. So, dann geht's in die nächste Runde. Und zwar dürft ihr... Jo, Rassistenfalle. Ist es dann auch Hinrunde? Ich hoffe. Rückrunde. Lol, da guck mal, wer da dabei ist hier. Auf geht's. So, Gerrit, seit wann ist das ein guter Punch? Achso, warte. Wir hätten beinahe die Frist verpeilt. So, Gerrit, seit wann ist das ein guter Punch? Seit gar nicht. Seit wann? Seit gar nicht. Wer ist eine Fotze? Cross 4 Leuten. Ey, diese rothaarige Fotze labert scheiße, alles klar. Ich wärme keine Kalorien, wer Corner weiß, wie wandelbar ist. Rat, du Missgeburt muss reden, zeug bitte keine Kinder. Ey, sperma Kalorien, dann wärst du auch nicht behindert. Und das ist nicht mal gelogen, Gendefekt, Seele weg. Und eigentlich rappt er auch nur, was jeder rappt. Denn ein paar dicken Lines und dann irgendwas mit Kuba. Dabei torkelt er rum wie nach einem V plus Kuruba. Und das Video hat auch was, wenn man ihren Hüten Glauben schenkt. Also, der passt mit der Stimme auch sehr gut drauf. V plus Kuruba, eigentlich recht lecker. Ja, ich will noch mal kurz ein bisschen zurückspulen. Denn ein paar dicken Lines und dann irgendwas mit Kuruba. Was ist mit Corner los, Alter? Komm, wir da um die Ecke creeped. Was ist mit ihm? Jeder rappt, denn ein paar dicken Lines und dann irgendwas mit Kuruba. Dabei torkelt er rum wie nach einem V plus Kuruba. Und das Video hat auch was, wenn man ihren Hüten Glauben schenkt, ey, dann angeln die vom Baumarkt. Was labern die von meiner VBT-Karriere, super geil, nur Panzer und Kobo, dann kommt Kuba Lines. Ja, das ist gut gekontert. Also erstens die Line mit dem Baumarkt fand ich geil, dann wenn man ihren Hüten Glauben schenkt, dann angeln die vom Baumarkt. Das sieht schon ganz cool aus. Und hier, das hat auch gut gekontert mit den Kuba Lines. Da ist nix hängen geblieben, denn du bist hängen geblieben. Wer hat mir denn geschrieben, um mein Instrumental zu leasen, ihr Pisser? Hab mich gefreut auf ne Runde mit Battle Rap. Doch was hängen bleibt, ist nur das grumpy Kassettendeck. Was ein Team erstmal ein Beat. Auch ganz cool mit dem Wortspiel, was hängen bleibt. Bitch, machen dieser Beat für zwei aus eurem Team nicht passen. Ziemlich affig, aber einfach geil. Ihr nennt euch groß für Leuten, doch ihr seid allerhöchstens 2x2. Und wir hören unsere Runde an. Reden drüber nicht mal eine Sekunde lang. Diese WhatsApp-Scheiße war euer Untergang. Für den Real Talk gibt's keine Punkte, Mann. Und sie hören unsere Runde an. Reden drüber und das machen sie stundenlang. Und jetzt rufen wir uns diese Runde an. Wer ist das? Ihre Nummer ist unbekannt. Sehr geile Hook auch, gefällt mir richtig gut. Würde ich mir direkt nochmal anhören wollen. Aber, Alter, die Runde geht 6 Minuten. Wollt ihr mich verarschen? Marki Mark. Der Dude, der dich hier immer wieder filmt? Marki Mark. Der Dude, der dich hier immer wieder fickt? Da ist Marki Mark, der Dude, der dich hier immer wieder ficken. Da ist Marki Mark, der... Ja, das bin ich. Es ist Mark und nach 4 Wochen kennt ihr endlich meinen Namen. Seid ihr die Crew aus 4 Leuten oder Lenz nur Partner? Ich mein, wie begehrt mich sagen, das ist einfach nur hohl. Der braucht noch mindestens 5 Jahre, bis der weiß, wo ich wohne. Jetzt spielt ihr 4 Detektive, doch könnt kein Fall an euch reißen. Denn was noch eurem Part bleibt, sind 3 Fragezeichen. Doch anscheinend sind die in der Detektei hart dabei. Fand ich auch ein ganz cooles Wortspiel mit den 3 Fragezeichen. Weiß nicht so überkrass, aber muss man, kann man erwähnen auf jeden Fall. 3. 3 Fragezeichen, doch anscheinend sind die in der Detektei hart dabei. Justus, Peter, Bob und Max Hein ist der Papagei. Und dass ich dick bin, hab ich bisher nicht gemerkt, ihr Bauern. Die Trovatos sind spät, sind der derbe Schlaumann. Die 10 Gauner, super Brain Lifestyle. Meine Kuh Einstein, deine Kuh Primetime. Und passt der Punch nicht, muss man sich einmal hinbiegen. Dann sagt man auch so Sachen wie Mace, wer gerne Vin Diesel. Macht zwar keinen Sinn, hat mit mir wenig zu tun, nur das, die Line fand ich auch nicht so gut eben in der Runde mit hier. Mace sieht aus wie Vin Diesel. Das ist sowas so lückenfüllermäßig, so, ja, okay, weiß ich nicht. Ob da irgendein Sinn dahinter steckt, den ich nicht raffe, kann sein, aber komisch. Das ist jetzt auch sehr geiler Part. Ich finde es das cool, dass er das auf diese, dass er jetzt diese Detektiv-Wortspiele mit reinnimmt. Finde ich sehr geil. Eine coole Idee für eine Rückrunde, mal auch sowas zu machen. Sowas macht man meistens in der Hinrunde, dass es dann mit dem Videokonzept passt und so. Hier konnte der das so und stellt das die ganze Zeit so hin, als wären die halt so sarkastisch schlau. Das ist schon cool gemacht. Manchmal streckt sich unendlich und schreit immer, ich bin gut. Und wir hören unsere Runde an. Reden drüber nicht mal eine Sekunde lang. Diese WhatsApp-Scheiße war euer Untergang. Für den Real Talk gibt's keine Punkte, Mann. Und sie hören unsere Runde an. Reden drüber und das machen sie stundenlang. Und jetzt rufen uns diese Runde an. Wer ist das? Ihre Nummer ist unbekannt.
Ich hör mir widerwillig Gerd und die drei Penner an. Dicken Lines, Morty Lines, warte, wo erkenn ich das? Ey, kein Ding, kann ja nur klappen, wenn man dasselbe in Wack macht, was schon der Natinat machte. Die Jungs haben recherchiert und euch Hunde gebunst. Ihr habt zur Recherche meine Runde geguckt und dann gedacht, das ganze Doppeldroppen kommt echt hammergeil. Aber nein, lass das sein. Ganzer Gastpart hier vom lieben Gerrit. Nice. Facebook-Stats zu fronten ist schon super taktlos. Mit 200 Likes und ganzen 150 YouTube-Abos. Und bei der Bandwurmlein muss ich noch widersprechen. Marc, ich hab die geküsst und nicht gegessen. Fotze. Hallo und herzlich willkommen zu How to Kassettenrekorder. Wir machen das laufende Instrumental aus, drehen die Kassette um, drücken wieder auf Play und ha-ta-ta, da läuft der nächste Beat. Ist ja unglaublich. Ich persönlich glaube ja eher, dass die Crew aus vier Leuten das Prinzip der Kassette nicht verstanden hat. Idioten! Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ey, yo, Gerd, hast du dir mal zugehört, was du da für nen Scheiß textest? Dein verkackter Flow kaschiert nicht deine wacke Reimtechnik. Und da spuckt die Hure noch so rassistische Scheiße aus. Von wegen, ich kann nicht so gut rappen, wegen der weißen Haut. Und wenn du die Sklaventhematik schon auf den Tisch legst, kannst du sie auch nicht mehr zurücknehmen, du Fotze. Jetzt kommt aber hier, Alter, jetzt kommt aber hier die ganz krassen Konterfronts hier. Ich nehm nicht zurück, dass ich dich für nen Faker halte. Alle, die dein Tennis-Image feiern, finden Tennis scheiße. Und Entschuldigungen gehören eh nicht in dein Battle-Biatch. Keiner deiner Fans sind mit 10 echte Tennisspieler. Da muss ich mich aber dazu einreihen. Ich feier dieses Tennis-Image, aber ich finde Tennis scheiße. MGs Part richtig hart, wenn der größte Punch in seinem Text darauf beruht, dass er mal Hitler sagt. Und die Corny-Line echt stark, beste Zeile wären wir hier mitten in nem Bad Bars Battle scheiße. Der meint echt, es würden ein paar schlechte Reimketten reichen, doch der Shit ist peinlich, so wie Black and White Beretta-Zeilen. Würd dich von meinem Textblatt streichen, wie die ganze Herpes-Scheiße. Die macht keinen Sinn, weil ich in der Quali-Hook meine Fresse zeige. Echt, Mann, peinlich. Das ist mehr als nur ein Lebenszeichen. Zieh die Brille ab, du kannst uns deine Tränen zeigen. Und wir gönnen uns den Sieg, Mann, ihr redet scheiße. Euch fehlt der Style, den sie am Wesen zeigen. Das ist mehr als nur ein Lebenszeichen. Zieh die Brille ab, du kannst uns deine Tränen zeigen. Für uns ist der Sieg nicht genug. Wenn ich gerade erscheine, was ist denn dann bitte deine Crew, du Fotze? Richtig geile Hook wieder. Geile Atmosphäre, finde ich cool mit diesem Kamerazoom, dass es alles so aufs Gesicht fokussiert ist. Mega nice, Alter. Also richtig krass, die gehen gut ab, ey. Sehr geiles Battle, muss ich sagen, Alter. Ich glaube, vielleicht sogar, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, vielleicht könnte es sogar das beste Battle im SDB werden bisher. Mortys Studio hat nen Kühlschrank. Scheiße, Mann, schon traurig, wenn man sich als Crew aus vier Leuten kein leisten kann. Mag der kleine Doof, sagt in ein paar Jahren sei ich tot. Abnehmen kann ich später, deine Haare bleiben rot. Ja, du redest davon, dass ich Mortys Sklave sein muss, dann aber zweimal betonen, das wär ne harte Line. Was ne harte Line, doch da fällt mir ne Frage ein. Es könnte zwar nur ne Phrase sein, doch Gerd, war das ne harte Line? Wenn ja, High Five. Was war das bitte mit der Sprachnachricht? Ihr macht das Intro groß und denkt, ihr hättet mich in Arsch gefickt. Doch Gerd wiederholt mich nur und ich frag mich, was das Thema soll. Ich nenn gern jeden von euch Hurensohn und schick euch mehr davon. Und ihr habt recht, bei meinem Gewicht jammert die Waage. Doch dank euren Freiloten herrscht Barrierefreiheit im Halbfinale. Ich find's ja so krass, Alter. Wenn du mit Corner sprichst, ist er ganz anders, wie als wenn er rappt, ne? Das sind ja zwei unterschiedliche Menschen. Aber auch sehr geiler Part, sehr geil gekontert. Mit den, fand ich sehr, auch sehr ernsthaft. Passt sehr gut zu dem Beat, wie er das gesagt hat mit den WhatsApp-Nachrichten. So, ich nenne gerne jeden von euch Hurensohn und schicke euch noch ein paar. Schon geil gekontert. Klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr, Real Talk-mäßig, wie er das rüberbringt. Was für FIFA liegt bei Apex in den Schützengräben? MEF, komm mal WhatsApp jetzt, wir müssen reden. Das ist mehr als nur ein Lebenszeichen. Zieh die Brille ab, du kannst uns deine Tränen zeigen. Und wir gönnen uns den Sieg, Mann, ihr redet scheiße. Euch fehlt der Style, den sie am Wesen zeigen. Das ist mehr als nur ein Lebenszeichen. Zieh die Brille ab, du kannst uns deine Tränen zeigen. Für uns ist der Sieg nicht genug. Wenn ich der Rat erscheine, was ist denn dann bitte deine Crew, du Fotze? Okay, das sah ein bisschen komisch aus, was er da gemacht hat. Ja, guck mal. Ah nein, die Kamera ist davor, aber egal, ihr seht es, glaube ich, trotzdem. Ist ein bisschen merkwürdig. Okay, war bis jetzt sehr, sehr geil. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wen ich krasser finde. Also, gekontert war es schon sehr geil, gefrontet war es aber auch gut. Ah, das ist sehr schwer zu entscheiden. Ich muss mir die zweite Hälfte erst angucken. Okay, jetzt ist es schon umgesprungen, egal. Weiter geht's.
Ist das nicht die Runde, die wir schon mal angefangen haben zu gucken? Was hast du, Trottel, schon erreicht? Morty kam nach 9 Jahren zurück ins VBT und hat seitdem jetzt doppelt so viel Hype. Immer rappst du Opfer gleich und hast du mal was eingerappt? Frag dich dein Engineer, warum denn schon wieder der gleiche Text? Reicht dann jetzt, MG ist nicht allein unter seinesgleichen. McFly ist... Das ist wieder die Stelle, wo ich dachte, die ist irgendwie nicht so gut geflowt oder so. Der gleiche Text reicht dann jetzt, MG ist nicht allein unter seinesgleichen. McFly ist eine Null und wird doch immer eine bleiben. Keiner von euch, der heftig rappt, hängen geblieben wie Peppress. Der Max eines in der Crew, aus wie Leuten der 5 Schlechteste. Verpassen euch den Denkzettel, denn für eine Ja, kann man mal drüber schmunzeln. Ich finde, der Beat ist nervig irgendwie. Richtig, dritter Name im Halbfinale. Brauchen mehr als 2 Freilose. Während wir den Preis holen, knack ich nur aus Patreon. Crew aus vielen Leuten haten schon wegen der geilen Strophe. Mephis Obel ist der Peiniger. Ja, wenn er meint, bringt gleich 3 Opfer home zum Feuer. Auf dem Feld erscheint vor deinem ehrenlosen Rap. Fehlt mir jeglicher Respekt, auch vor euch 1000 Leute. Ich nehm dir die Lebenspunkte weg. Und ihr seid die Crew aus vielen Leuten. Ja, Part fand ich ganz okay. Weiß nichts Besonderes irgendwie. Deswegen hab ich immer so ein Klingeln im Ohr. Wir wollten den richtigen Gegner und Noah setzt uns hier 4 Behinderte vor. Ihr seid nicht die Hellsten, die Schönsten, die Fängsten, noch habt dafür sicher Humor. Doch jeder, der euch lustig findet, hat leider keinen. Battle Rap ist rough, du weißt, was ich meine. Ey, was ist Crew aus 4 Leuten? Ja, Hook war ganz cool. Ich hab gedacht, jetzt kommt noch was. Weil der Beat sehr langsam war und... Alter, ich raste aus! Geh weg! Ich hasse Windows, Alter. Ich wünsche mir meinen iMac zurück. Ich sehe höchstens einen halben Rapper. Jetzt sitzt er zum Aufschlag und wird von mir ins All geschmettert. Jeder Track von dem hört sich immer wie der gleiche Track an. Endlosschleife, Bitch, das ist McFly von gestern. Von euch klingt jeder wie ein Häufchen Elend. Bloß ein scheiß Dreckspack. Ihr seid eine Crew aus 4 Leuten gegen eine Crew aus 3 Rappern. Seid komplett uninteressant und Dipper trefft euch dabei gegenseitig. Mit euch im Video sein? Nein, danke. Mir werden diese Szenen peinlich. Das ist cool mit den Doubles im Hintergrund, mit den hochgesungenen Doubles, richtig geil. Mark denkt, er sei intelligent, Leute mit zu fronten, der Rap ist der Scheiße, dein Rap-Skill ist nicht existent. Nein, bei euren Texten fühlt man sich jedes Mal so hart verarscht, wenn MG rappt, als Gaps hinterm Handschuhfach links ein Schlaganfall. MEF, du kannst nach Hause gehen, außerdem anderen Regelverstöße anzudrehen, das könnte ich auch verstehen, wenn meine Crew so komplett scheiße ist und bei mir dämlichen Faggot, dann die Niederlagen meiner Crewmitglieder, Existenzängste wecken, du Hornsohn. Und ihr seid die Crew aus 4 Leuten, deswegen hab ich immer so ein Klingeln im Ohr. Wir wollten den richtigen Gegner und Noah setzt uns hier 4 Behinderte vor. Ihr seid nicht die Hellsten, die Schönsten, die Fängsten, noch habt dafür sicher Humor. Doch jeder, der euch lustig findet, hat leider keinen. Battle Rap ist rough, du weißt, was ich meine. Was ist denn das für eine Crew? Keiner kann rappen, doch einer spielt Tennis. Langweilige Faggots, hätten die nicht gesagt, wer... Cooler Einstieg, Alter. Keiner kann rappen, doch einer spielt Tennis. War eine coole Zeile auf jeden Fall. Was ist denn das für eine Crew? Keiner kann rappen, doch einer spielt Tennis. Langweilige Faggots, hätten die nicht gesagt, wer die sind, dann würde keiner die kennen. Und gerade die brüsten sich in ihrer Quali, damit dass sie Klicks auf die Videos bringen. Doch müsste ich diese viel Spaß nicht battlen, dann wüsste ich ja nicht einmal, wer die sind. Und was ist MEF? Und warum lässt man diesen MEF weiter? Vielleicht nur damit dieser Gerd irgendetwas auf Tennis mitschreiben kann. Scheiße, vielleicht wäre Gerd ja unschlagbar in diesem Turnier. Und niemand hier besser, doch rechnet mal nach. Dann wird aus der Crew aus 4 Leuten am Ende nach Abzug der Leute so minus 3 Rapper. Gerd ist McFly. Unsere Familien stammen im Kreis, kann das beweisen. Richtig, ist wieder auch cool mit den Doubles gemacht, ey. Ich finde das cool, dass sie so kreativ sind, muss ich sagen. Also auch musikalisch kreativ, nicht einfach nur so, weiß ich, videotechnisch ist jetzt nicht so mega kreativ, dass die machen immer so Spielereien in die Videos rein, also ist nicht jedes Video unbedingt gleich, aber jetzt keine übelst krassen Konzepte oder so. Aber die Videos sehen immer sehr ansehnlich aus und die Musik, die sie machen, finde ich sehr gut. Die haben immer unterschiedliche Hooks. Die klingen nicht einfach gleich, sind nicht immer gerappt oder nicht immer gesungen, sondern meistens so ein Mischmasch. Die haben immer irgendwelche anderen Effekte so drin. Hier haben die das mit den hohen Doubles gemacht, was sehr, sehr cool klingt. Also ich weiß nicht, wer der Kopf hinter den Dudes ist, aber die machen das richtig nice. Also musikalisch finde ich sehr, sehr geil. Mit fast so die anspruchsvollsten. Vielleicht sogar mit der Color Crew. Obwohl hier Crew aus 4 Leuten ist auch sehr musikalisch, muss ich sagen. Gefällt mir generell sehr.
Finde ich sehr, sehr krass. Abzug der Leute, so minus dein Rapper. Curtis McFly. Unser Familienstamm am Kreis, ich kann das beweisen. Springt in die Karre und musste mal in die Vergangenheit reisen. Rate wofür? Hä? Der Doc wird wahnsinnig. Wow. Und dann echt enttäuscht. Gert hat seine Mom gefickt und sich damit selbst gezeugt. Gert hat seine Mom gefickt und sich damit selbst erzeugt. Oder gezeugt. Komm ich an, denn ich vor wie Maschinengewehr. Du so MG, ich so MG. Der versucht das zu toppen zum Fremdschämen. Und wie kann man nur so lange rappen und trotzdem so rappen, als hätte man vergessen, was rappen bedeutet. Die einzigen Rapper, die schlechter sind als diese Fake MC Wichser von heute. Die Crew ist wie Leuten. Es ist so, mit den Effekten sehr geil gemacht, Alter. Dann schnell gerappt, gefällt mir richtig gut. Das zu toppen zum Fremdschämen. Und wie kann man nur so lange rappen und trotzdem so rappen, als hätte man vergessen, was rappen bedeutet. Die einzigen Rapper, die schlechter sind als diese Fake MC Wichser von heute. Die Crew ist wie Leuten. Laughing while I'm doing you, the crowd is booing you. One, two, three, and Max sein ist in der Crew aus vier Leuten, der fünf schlechteste MEF. Dem gönn ich gar nichts. Ganz offensichtlich die falsche Einstellung, McFly. Du bist eine Null. Du erinnerst mich an deinen Vater, als der hier war. Der war auch eine Null. Cooles Zitat, passt auf jeden Fall. Okay, Rückrunde. Also die Runde fand ich auch sehr gut. Der Beat hat mich nicht so geflasht, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, was die Dudes hier draus machen. 4 Minuten 42, Alter. Seit 52. Seit dem eigenen Instrumental gescheitert, aber battelt nach Beifall. Doch wieder lässt man uns weiter, weil man Math so gut reiben kann. Eure Runde war ein Schlag ins Leere. Seitdem hören würde ich euch gern Nachhilfe in Mathe geben. Glaubt, ihr habt mit Zahlen Probleme. Connor, was stammelst du, Spasti hier von Versagensängsten? Unter unserem Video gibst du das erste Kommentar zum Besten. Warum eure Hookline nur ein absoluter Witz ist? Ey, yo, ihr denkt doch, Humor wäre ein Charakter bei den Simpsons. Mit uns im Video sein ist Connor peinlich, na klar. Was war das für eine Line, Alter? Ihr denkt auch, Humor wäre ein Charakter bei den Simpsons. Lol. Ey, yo, ihr denkt auch, Humor wäre ein Charakter bei den Simpsons. Mit uns im Video sein ist Corner peinlich, na klar. Doch um das abzubilden, braucht man ein neues Breitbildformat. Ist das ein Star Wars Bademantel, Alter? What the fuck? Flow ist scheinbar nur da, wenn ihr drei ich ein Jacuzzi teilt. Ihr findet nur einen guten Reim, wenn man ihn auf den Kuchen schreit. Morty, ich hätte mir schon das Leben genommen, hätte ich nach einer Dekade Rap noch solche kläglichen Fronts. Doch Mace hat's getoppt, indem er die Lebenspunkte Line King hängen geblieben auf Vergleichen, die seit 10 Jahren nicht mehr geil sind. Und ihr könnt kein Autotune nutzen, deswegen hab ich immer so ein Müll im Ohr. Morty, meinst du, Dope-Boys, hier brauchen wir kein Beat, denn ich singe so voll wie ein Chor. Du bist mehr und eine super leise Aloey. Dabei solltet ihr abspecken, wenn's ums Essen geht. Ich brauch nicht zu beweisen, nicht. Ah, so klangtechnisch. Also es war schon lustig mit dem Gurgeln und so. Ich weiß, was er meint, diese eine Stelle in der Hook eben. Aber ja, so mega krass fand ich den Hook jetzt auch nicht. Aber trotzdem cool. Ich find's auch cool, dass er die Brille ab und zu mal auszieht oder öfters auszieht. Macht ihn irgendwie auch ein bisschen sympathischer. Ich brauch nicht zu beweisen, nicht. Gib auf euch Huren einen Fick. Darf Morty doppelt hype und Mist, ja? Du doppelt zu dick. Hey, beim Versuch, dass du einen Takt triffst, fragst du die Crew, wie du denn so bist. Doch die zwei lügen dir bloß in die Fresse und sagen, wie super das alles sitzt. Hey, du Loser, bleibst nur ein Witz. Und dein Fremdwort ist Bewegung. Battle Rap ist rough, doch Mace, der kennt nur Raffaello. Connor ängstlich vor Erregungen, denn er hat gerade versagt. Wenn ich einen Schlaganfall kriege, dann wenn ich mehr Fach hat, auf dich ein Schlag. Du warst noch nie so wirklich gut, weder beliebt bei Kids noch cool. Doch für jeden ein lebendes Vorbild, der nach Blondinen Witzen sucht, der ja. Morty mit schlechtem MG-Wortspiel, da frag ich mich oftmals. So Dinger kann ich doch auch, aber darf Morty sowas? Du zuckst über einem Herzkasper, fuchtelst rum wie so ein Bastard. In der Hook sieht ihr drei aus wie eine russische Nevaljaschka. Ihr werdet hier gefickt. Was ist eine russische Nevaljaschka? Im Porn mit schlitzäugigen Frauen, man, ihr drei seid alles Fotzen, deshalb Pixel vor den Augen. Und ihr könnt kein Autotune. Weiß ich, den Part fand ich jetzt auch nicht so mega krass. War sehr interessant gerappt, muss ich sagen. Also auch so vom Flow her fand ich es schon sehr, sehr cool, aber weiß, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Deswegen hab ich immer so ein Müll im Ohr. Morty, meinst du, Dope-Boys, hier brauchen wir kein Beat, denn ich singe so voll wie ein Chor. Nur eine Snare und eine super leise Aloey. Dabei solltet ihr abspecken, wenn's ums Essen geht. Ey,
MAC, Alter, dein Part war so wack. Der Junge labert vom Pep, doch haha, er ist fett. Ja, und die drei Rapper kommen hier gerade straight out. Okay, es war irgendwie auch ganz lustig. mit der, also die Line mit dem Pep gerade. Frischia, Battle Rap ist rough. Ihr kommt mit Autotune und Plastik B. Siamesen bilden hier wirklich ja mal ein Mörderteam. Connor braucht bei der Runde noch einen Friseurtermin. Und rough Rapper tragen, hörst deine Kugel um den Kragen, hinterlassen dann ein paar wütende YouTube-Kommentare. Connor will mit uns nicht drehen, es ist eine Line, die mich ins Herz trifft. Denn wir würden. Das Blacktro im Fernsehen, wo ist der eigentlich, Alter? Blacktro, wo steckt er? Ist er wieder in irgendeinem Land? Und man macht bei anderen Battle-Turnieren mit, indem man mit dem Handy aufnimmt. Alter, rappt der nicht mehr? Alter, wo ist der? Diese Stühle und diese Inneneinrichtung ist ja sowas von hässlich. Ernsthaft, Alter. Ist das aus den 90ern noch? Lol. Und dann auch die Tischdecke dazu. Oh, wütende YouTube-Kommentare, Connor will mit uns nicht drehen. Es ist eine Line, die mich ins Herz trifft. Denn wir würden gerne im Video mit dir hin und her wippen. Und unser Glück ist so unverschämt. Ich weiß, da kriegen wir im Halbfinale glattes Freilos Nummer 3. Beide Fetten sehen aus, als würden sie Döner mögen. Und Connor spricht von uns immer nur in den höchsten Tönen. Yeah, echt. Okay, auch gut gekontert. Die Rapper färben sich vom Video, dreh die Haare bunt und tragen dabei Pixelbrillen im Partnerlook. Awesome. Und ihr könnt keine Autos awesome nutzen, deswegen. Den Max Einpark fand ich auch ganz cool jetzt gerade. Hab ich immer so ein Müll im Ohr. Morty, meinst du, Dope Boys, hier brauchen wir kein Beat, denn ich singe so voll wie ein Chor. Nur eine Snare und eine super leise 808. Dabei solltet ihr abspecken, wenn's ums Essen geht. Rough. Oh, Mace bezeichnet mich als Null. Kein Wunder, so wie du über den Takt stolperst. Ist dir die Eins wohl kein Begriff, oder? Und bist ja wohl du. Memphis war der. Wieder so geil gekontert, Alter. Ach, McFly ist echt schon. Man muss schon sagen, er ist schon der Beste von denen, ne? Ist schon der Beste von denen. Also, da kann man sagen, was man will. Ist schon ein geiler Typ. Ja, sehr geile Line gewesen gerade. Erstens hat er ihn getroffen mit Real Talk, weil er wirklich am Anfang mit dem Takt da an der einen Stelle ein bisschen Probleme hatte. Und dann hat er noch ein Wortspiel eingebaut mit die Eins ist dir wohl kein Begriff. Sehr geil. Oh, Mace bezeichnet mich als Null. Kein Wunder, so wie du über den Takt stolperst. Ist dir die Eins wohl kein Begriff, oder? Und bist ja wohl du. Memphis war der Obelisk, aber dafür siehst du fetter, dicker, schwerer Hurensohn so aus wie Obelix D. Und Connor, du setzt zum Aufschlag an. Ich glaube nicht, denn der ist viel zu fett für Tennis. Und ihr seid drei Leute, doch nur einer ohne Diabetes. Und das bin ich. Gerd ist sehr gesund, Gerd ist sehr fit. Morty wird wahnsinnig, denn Gerd hat seine Mom gefickt. Was ist das für ein Part, Alter? Oh, Gerd ist sehr gesund. Ich finde auch das Video voll cool. Er steht einfach nur so, es gibt glaube ich drei Szenen. Eine von der Seite, eine von vorne und eine, wo er mit einem Brötchen da irgendwie rummengt. Aber der Part und das, wie er dann noch einfach so runterguckt und sein Brötchen schmiert dabei. Mega geil. Das ist das Highlight der Runde, ohne Scheiß. Für Tennis und ihr seid drei Leute, doch nur einer ohne Diabetes und das bin ich. Gerd ist sehr gesund, Gerd ist sehr fit. Morty wird wahnsinnig, denn Gerd hat seine Mom gefickt. Und es war gut. Morty glaubt mir sogar, dabei trug ich Hut. Oh, yes. Mehr als zwei Freilose fürs Halbfinale. Bei eurer Crew braucht man 200 Kilogramm, um teilzuhaben. Und das ist kein Scherz. Lehnt ihr euch nochmal nach rechts, dreht die Erde sich verkehrt. Das war nach rechts, du Idiot. Oh, Alter. Alter, das war ja mit Abstand das Highlight des Battles, ey. Ich muss sagen, das Battle war an sich sehr geil. Mich hat der Beat hier ein bisschen genervt. Deswegen macht er es mir nicht so ganz so geil, wie zum Beispiel Color Crew gegen die Peats. Aber ich finde, sehr, sehr geiles Battle gewesen. Gerd, mit Abstand das Highlight aus dieser Battle-Seite. Ich fand die andere Battle-Seite geiler, muss ich sagen. Da war der Beat geiler, die Hooks waren geiler, irgendwie die Videos waren geiler. Es war alles geiler. Ja, schwer, trotzdem schwer zu bewerten. Ich würde sagen, ich weiß nicht. Also hier fand ich, glaube ich, sogar auch vielleicht ein bisschen auch wegen dem supergeilen Part von Gerd gerade, die Crew aus vielen Leuten ein bisschen besser als
die Rassistenfalle, obwohl die Rassistenfalle halt auch sehr nice war. Aber hier bei Crews 4 Leuten, weiß ich nicht, war nicht jeder Part so geil. Bei Rassistenfalle war Corner war halt ganz cool, Morty war auch ganz cool, Mace ging so. Also schwer zu bewerten, ist halt auch, weil es 3 gegen 4 ist, so, ne, von der Personenanzahl. Ist schon sehr schwer. In der anderen Seite, also in der ersten Seite, die wir geguckt haben vom Battle, fand ich, glaube ich, die Rassistenfalle ein bisschen besser. Weil die Konterrunde war schon sehr geil, muss ich sagen. Ich meine, die Hinrunde war auch sehr geil, aber die Konterrunde war, glaube ich, noch ein Ticken besser. Hier fände ich es, glaube ich, ein bisschen andersrum. Also ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wer gewonnen hat. Ich kann mich hier nicht so gut entscheiden. Dafür müsste ich mir das noch ein paar Mal angucken. Und ich finde das immer blöd, jetzt einfach irgendwas zu sagen und dann schaut man sich ein paar Mal an und dann denkt man, ja, okay, im Endeffekt, wenn man es öfters mal gehört hat, dann finde ich dann doch die anderen besser. Also ihr müsst mir da ein bisschen Nachsicht zeigen, denn ich, wie gesagt, ich gucke die Runden nur einmal und quatsch dann direkt drüber. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geiles Battle, muss ich sagen. Props an beide Leute, egal wer da jetzt rausfliegt. Ich kann ja mal gucken, warte mal, wer ist denn hier jetzt noch dabei? Auch immer Jungs, Color Crew, was ist denn hier? Das Battle haben wir schon geguckt. Color Crew. Achso. Was? Halbfinale. Ach, ist das dann Finale? Haben wir jetzt schon Halbfinale? Halbfinale, okay. Weiß ich noch nicht mal, wer jetzt weitergekommen ist. Dann gucken wir das bei den Ergebnissen an und dann die Finalpaarung. Gut, da werden wir nicht gespoilert, alles klar. Ich bin gespannt, like a Flitzebo. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf so ein T-Shirt habt, gibt's im Disrespect Store, kosten 20. Und das ganze Geld fließt natürlich in die Kasse vom Disrespect, zum Beispiel für Preisgelder und so weiter. Die bezahle ich ja dann quasi alles selber. Also das SRB-Preisgeld 300 Euro. Die Quali-Phase läuft noch bis zum 29. Also beeilt euch, wenn ihr mitmachen möchtet. Und ja, 300 Tacken, gönnt euch ein paar T-Shirts und postet die gerne auch, also macht ein Foto von euch, postet die auf Instagram und wir teilen das und posten das dann auch auf unserem Instagram-Account, damit wir so ein bisschen auch Community-Posts haben und so, ne? Also wenn ihr uns Bilder von eurem Merch schickt oder so, dann teilen wir das und verlinken euch dann dabei, wenn ihr das möchtet. Jo, alles klar, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, stay pam, tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnierenfenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.